die Luft rein. Alle weg. Keiner da, keiner mehr da. Das ist gut. Entschuldigung, dass ich mich hier so heimlich in die Sendung schleiche, aber ich muss Sie wirklich warnen, das ist sehr, sehr gefährlich, was der Herr von Wagner hier gerade mit Ihnen gemacht hat. Er hat ihn versucht, Angst zu nehmen, Angst vor der demografischen Katastrophe. Aber Angst, liebe Leute, ist der größte Motivator, was aus sich zu machen. Angst im Nacken, das ist Ansporn, das ist das ganz gerade Signal. Leute, gebt Gas, beißt immer mehr ab, als ihr kauen könnt. Haut die anderen ruhig weg und scheißt auf die Nachhaltigkeit. Wer viele Fische fangen will, der muss auch mal mit Dynamit angeln. Gebt niemals auf, ein deutscher Hahn kämpft bis zum Grill. Das ist das Positive an der Angst. Jawohl! Sie merken schon, ich bin der erste neoliberale Kabarettist Deutschlands. Deswegen musste ich mich auch hier in dieser Torte in die Anstalt schmuggeln, um mir Zugang zu verschaffen zu dieser linken Spinnerbande hier, die immer meint, alles kritisch hinterfragen zu müssen. Die Rentenformel, erklärt er Ihnen, ist der wahnsinnig geworden. Oder was, ist viel zu kompliziert. Damit sollen Sie sich überhaupt nicht auseinandersetzen. Ich sag immer, zu viel Wissen ist auch eine Behinderung. Ja, wenn man zu viel weiß, landet man irgendwann 6 Wochen auf dem Flughafen in Moskau. Überhaupt nicht gut. Also, wobei... Entschuldigung. Ganz ehrlich, Snowden, der Typ, auch vollkommen überbewertet. Alles, was der weiß, hat er auch nur aus dem Internet. Aber nee, hinterfragen Sie nicht immer alles. Lassen Sie doch andere Ihre Probleme lösen. Na, vertrauen Sie einfach mal. Auch unsere Regierung, Merkel, wird schon richten. Ich habe Riesenvertrauen zu ihr. Wirklich, wie Themen an ihr abperlen. Die lebt uns das doch vor, oder? Da gibt es überhaupt gar keine Probleme.